Wir befinden uns hier im wunderschönen Burgenland, um genauer zu sein, im Seewinkel und ganz genau im Scheibelhofer. Das Resort, 5-Sterne-Hotel mit einer wirklich großen Palette an Wein. Und ja, ob das eine oder andere Flasche gestern getrunken worden ist, das konnten wir nicht verifizieren. Fix ist, dass die Landeshauptleute, die sich hier zu ihrer Konferenz getroffen haben, alle guter Dinge waren. Dabei ging es um wirklich heiße Eisen, nämlich um den Finanzausgleich. Der läuft mit diesem Jahr aus und der sorgt dafür, dass die Steuergelder, die die Steuerzahler einzahlen, auf die Länder, Gemeinden und Städte verteilt werden. Aktuell ist es so, dass viele Länder schon vorgestreckt haben, weil es mit dem Geld eben nicht ganz gereicht hat und deswegen braucht man jetzt einen neuen Verteilungsschlüssel. Eine von unten nach oben Verteilung schwebt einigen vor mit bis zu 25% der Mittel eben für die Länder. Und man hat auch erklärt, warum man das braucht, eben für eine Pflegereform, aber auch für Bildung, Kinderbetreuung und vieles mehr. Und dazu kommt natürlich auch die starke Inflation in Österreich, die alles noch viel teurer macht. Trotzdem zeigen sich die Landeshauptleute durchaus positiv gestimmt, dass sie das auch umsetzen werden, obwohl die Finanzreferenz durchaus schon seit Mai immer wieder Druck auf den Bund machen und von dort eigentlich keine Antwort kommt. Jetzt geht man davon aus, dass die Landeshauptleute Konferenz Druck erzeugt und sollte das nicht reichen, wird es noch eine Sonderkonferenz geben, um da noch einmal nachzulegen. Auch andere Themen sind auf den Tisch gekommen, zum Beispiel von Hans-Peter Doskozil und Peter Kaiser, dem Landeshauptmann von Kärnten und dem Landeshauptmann von Burgenland, der hier übrigens auch den Vorsitz geführt hat. Nämlich, hier ging es um Geld für Kinder und für Betreuung genauso wie für Bildung. Da sieht man aktuell in Österreich ein wenig ein Defizit und deswegen gehört da ordentlich nachgebessert. Und von Markus Wallner, dem Landeshauptmann von Vorarlberg, haben wir gehört, dass es auch beim Wohnen unbedingt mehr Initiativen braucht. Vor allem Vorarlberg fühlt sich da ziemlich in der Klemme. Einerseits gibt es Grundstück- und Wohnungspreise auf dem Niveau der Schweiz. Allerdings liegen unsere Gehälter doch weit, weit unter dem Niveau der Gehälter in der Schweiz. Also teilweise wirklich für vor allem junge Menschen einfach unmöglich, sich da was zu schaffen, und auch daran müsse was geändert werden, da müsste man auch Regeln und dergleichen anpassen. Gut, nachdem Hans-Peter Doskozil als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz, Peter Kaiser und Markus Wallner vor die Presse getreten sind, durften Fragen gestellt werden und, oh Wunder, es kam keine einzige Frage zur Landeshauptleute-Konferenz oder zum Finanzausgleich, sondern ausschließlich zur aktuellen Situation der SPÖ. Darauf hat vor allem Hans-Peter Doskozil vor allem damit geantwortet, dass er schon dazu ein Statement abgegeben hat und die Journalisten das bitte nachlesen wollen. Peter Kaiser war da durchaus etwas gesprächiger und im Endeffekt geht es darum, dass heute um 15 Uhr ein Präsidium stattfindet, bei dem erstmals dann Andreas Babler als der Chef der SPÖ auftritt und eben auch die entsprechenden Landeshauptleute wie Michael Ludwig und Peter Kaiser mit dabei sind. Und da werden dann sozusagen die Weichen für die SPÖ gestellt. Ja, es ist wichtig, dass wir Bundesländer über die Parteigrenzen hinweg und die Bundesländergrenzen hinweg einstimmig dokumentiert haben, dass wir für eine Veränderung des sogenannten vertikalen Verteilungsschlüssels eintreten. Das ist jener Verteilungsschlüssel, der die gemeinsamen Steuereinnahmen des Bundes, der Länder und der Gemeinden definiert. Und wir sind der Auffassung, dass die dynamische Entwicklung der Ausgaben insgesamt in Österreich ganz stark bei den Bundesländern, aber auch bei den Gemeinden liegt, und von daher drängen wir sehr stark auf eine Veränderung dieses vertikalen Verteilungsschlüssels. Jetzt haben die Finanzreferenten schon im Mai Druck gemacht. Der heutige Tag, der wird sicher auch etwas Druck auf den Bund ausüben. Wenn das auch nichts hilft, wie geht es dann weiter? Ja, also wir sind auch akkordiert mit dem Gemeinde- und Städtebund. Ich bin ja auch Präsident des Städtebundes. Wir haben vor wenigen Tagen eine sehr erfolgreiche Konferenz in Bad Ischl durchgeführt mit 1334 Delegierten aus ganz Österreich, wo wir einstimmig auch das über Partei- und Bundesländergrenzen hinweg beschlossen haben, dass wir die Vorlage, die die Finanzreferenten eingebracht haben, unterstützen. Das heißt, Länder, aber auch Städte und Gemeinden ziehen da an einem Strang, und es wird wichtig sein, dass wir gegenüber der Bundesregierung deutlich machen, dass wir hier sehr geschlossen der Meinung sind, dass hier mehr Mittel notwendig sind, um die dynamischen Teile der Gesellschaft zu finanzieren. Das ist Gesundheit, das ist Pflege, das ist aber auch Bildung, das sind Maßnahmen gegen den Klimawandel, Kosten im Bereich der Mobilität, die auch von den Ländern zu tragen sind. Also von daher gibt es vieles, was wir mit der Bundesregierung zu besprechen haben.
Diese Ergebnisse haben wir in einer Pressekonferenz unter anderem Hans-Peter Doskozil und Peter Kaiser vorgetragen. Allerdings haben die Journalisten nachher keine Fragen zum Finanzausgleich oder zum Landeshauptleutetreffen gestellt, sondern natürlich nur zur aktuellen Situation in der SPÖ. Viele haben gemutmaßt, dass Sie, Peter Kaiser und Hans-Peter Doskozil, sich jetzt schon mal ein bisschen so bereden werden. Hat es solche Gespräche gegeben? Ja, wir sprechen ja laufend über den Finanzausgleich, über die Inhalte der Landeshauptleutekonferenz, aber natürlich auch über die Situation innerhalb der Sozialdemokratie. Und ich bin froh, dass das jetzt entschieden ist und dass wir uns jetzt in Zukunft wieder verstärkt den inhaltlichen Themen zuwenden können. Denn auch mir ist es so gegangen in den letzten Monaten, dass primär personelle Angelegenheiten der SPÖ im Vordergrund gestanden sind und nicht jene oft sehr wichtigen, interessanten Themenschwerpunkte, die wir auch in Wien präsentiert haben. Jetzt ist Andreas Babler der Chef der SPÖ, aber so richtig freie Hand hat er aktuell nicht. Das liegt ja auch an den Regelungen. Aktuell kann er mal den Bundesgeschäftsführer besetzen. Beim Clubchef wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja, richtig ist, dass ein Bundesparteivorsitzender nicht auf Knopfdruck alles entscheiden kann, weder in der Sozialdemokratie noch in sonstigen gesellschaftlichen Bereichen. Es ist auch notwendig, Beschlüsse in inhaltlichen Fragen herbeizuführen. Und bei personellen Angelegenheiten ist es so, dass ich der Meinung bin, dass jeder Vorsitzende oder Vorsitzende sich aussuchen können muss, welche unmittelbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er oder sie zur Verfügung hat. Das gilt insbesondere für die Bundesgeschäftsstelle. Also hier denke ich, sollte auch Andreas Babler völlig freie Hand haben. Bei der Besetzung des Vorsitzes im Parlamentsclub ist es notwendig, darauf Bedacht zu nehmen, dass es eine Mehrheit in einer geheimen Abstimmung bei den Clubmitgliedern gibt. Also von daher ist es sicher sinnvoll, dass man die Stimmungslage auch im Parlamentsclub akkordiert und da zu einem Vorschlag kommt, der breit getragen wird. Heute um 15 Uhr gibt es dann das Präsidium, an dem nimmt ja dann Andreas Babler teil. Was erwarten Sie von dem heutigen Treffen? Ja, so seine ersten Vorstellungen in personellen und inhaltlichen Angelegenheiten und dass man sich auf eine Vorgangsweise festlegt. Er hat ja angeregt, dass es schon im Herbst einen ordentlichen Bundesparteitag geben soll, wo auch die Möglichkeit besteht, dann auch die Mitglieder des Bundesparteivorstandes neu zu wählen und auch inhaltliche Schwerpunktsetzungen zu treffen. Also ich gehe davon aus, dass wir heute da schon die ersten Eckpunkte andeuten können und besprechen, wie die weitere Vorgangsweise aussieht. Abschließende Frage. Julia Herr und Andreas Babler sind ja gestern auch in der Zeit im Bild aufgetreten. Da hat es zum Beispiel im Internet sehr viel Lob für diese beiden Auftritte gegeben. Wie haben Sie das gesehen? Ja, sehr souveräne Auftritte in einer doch sehr stark gesehenen Fernsehsendung. Also von daher für die relativ kurze Zeit, die für eine Vorbereitung möglich war, sicher sehr routinierte Auftritte. Wir werden auch dem Burgenland mit 1. Juli den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz übernehmen und in der Form und in dieser Zeit muss der Finanzausgleich abgeschlossen werden. Wir haben heute eine ganz klare Priorisierung seitens der Landeshauptleute, aber auch des Städtebundes vorgenommen, der da lautet, der vertikale Finanzausgleich ist durchzuführen. Das heißt, dass das, wofür die Länder eigentlich schon in Vorleistung getreten sind, erhöhte Ausgaben in den dynamischen Bereichen wie Gesundheit, Pflege, aber auch Kinderbildung und Betreuung, dass wir hier erwarten, dass es da zu einer entsprechenden Abgeltung und Mittelverteilung kommt. Und das ist die absolute Priorität. Eines haben wir auch unmissverständlich festgehalten. Eine Fortschreibung des derzeitigen Finanzausgleiches kommt für die Länder nicht in Frage. Wo wir Möglichkeiten sehen, ist eine Verbindung mit der Gesundheitsreform. Die Gesundheitsreferentinnen und Referenten haben beschlossen, dass über die regionale Strukturplan Gesundheit Steuerungen zwischen österreichischer Gesundheitskasse und Ländern auch in den Ländern erfolgen sollte. Das ist ein Durchbruch einer langjährigen Forderung, auch von uns Landeshauptleuten. Das bietet Steuerungsmöglichkeiten in den wichtigsten Ausgabenpositionen. Der Finanzausgleich läuft noch dieses Jahr aus, das heißt, es pressiert jetzt langsam. Und wie viel schwieriger wird es denn durch die aktuell recht hohe Inflation? Das ist natürlich ein, ich würde mal sagen, Beschleuniger noch der Notwendigkeit einer entsprechenden Neuverteilung. Wir haben auch ausgemacht und ich habe das Boubou eingehoben, wenn wir sehen, dass die Verhandlungen weiter keine Ergebnisse zeitigen, dann werden wir auch eine außerordentliche Landeshauptleutekonferenz gegebenenfalls auch mit Einbeziehung und Einladung an Gemeinde- und Städtebund aussprechen. Denn was nicht passieren darf, ist, dass wir ergebnislos auseinandergehen. Das würde dann Versorgungssicherheit, Schutz, medizinische und andere Einrichtungen in ihrer hohen Qualität in Österreich gefährden.
Jetzt machen die Finanzreferenten eigentlich schon seit Mai beim Bund Druck. Sollte jetzt auch die heutige Konferenz und die nächste nicht wirken, was befürchten Sie gerade im Gesundheits- und Pflegesektor? Was könnte uns da bevorstehen? Die Länder und Gemeinden werden mit dem derzeit vorhandenen Geld diese Qualität, diese hohe Qualität der Versorgungssicherheit so nicht aufrechterhalten können. Das heißt, wir haben hier eine gemeinsame Verantwortung, Bund, Länder, Gemeinden, und dem kann man nachkommen, indem wir auch manche Steuerungsmöglichkeiten, ich habe die Beschlüsse der Gesundheitsreferentinnen zitiert, dass wir auf den aufbauen, dann auch Strukturreformen einleiten können. Aber zuallererst muss das, was wir ja bisher schon als Länder, Gemeinden in Vorleistung erbracht haben, in diesen dynamischen Ausgabenfeldern vom Bund durch eine neue Verteilung kompensiert werden. Sie und Hans-Peter Doskos, Sie haben noch ein zweites Thema reingebracht. Es geht dabei um Kinder, um Betreuung und auch um Bildung. Wir wissen, da ist ja sozusagen eine Milliarde verschwunden, die wir eigentlich gern dafür gehabt hätten, schon vor einiger Zeit. Wie kann man schauen, dass da wieder mehr Geld investiert wird? Gerade bei der Bildung heißt es ja, da beginnt Österreich langsam wieder hinterher zu hinken. Völlig richtig. Ich weiß, dass Burgenland und Kärnten, aber auch Wien hier in vielen Bereichen Vorreiterrolle sind. Wir haben in den letzten 5 Jahren ein Kinderstipendium, das die teilweise Kompensation der Kosten für Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen kompensiert hat, eingeführt. Und ab 1. September wird bei uns Kinderbildung und Betreuung der 0- bis 6-Jährigen kostenfrei sein, weil wir wissen, wie wichtig, entscheidend die Ressource Mensch gerade im frühesten Kindesalter ist, dass man dort auch mit Gleichaltrigen gut betreut, auch Bildungsprozesse in spielerischer Form sich aneignet. Und wir möchten auch den Stellenwert der Elementarpädagoginnen und Pädagogen, die Gruppengrößen im Sinne der Kinder und ihrer optimalen Entwicklung verändern. Jetzt kostet das alles sehr viel Geld. Ihr neuer Parteichef sagt, man soll nicht mehr als Bittsteller auftreten. Wird sich was ändern in der Art der Forderung? Ich habe immer, auch als Kärntner Landeshauptmann, als SPÖ-Landesparteivorsitzender, in Fragen, wo es um Bildung, um Soziales geht, gesagt, wir brauchen Rechtsanspruch und kein Almosendenken. Ja, die Stimmung war gut. Ungeachtet aller innenpolitischen Diskussionen, die auf SPÖ-Seite stattfinden, war es uns wichtig zu sagen, Landeshauptleute kooperieren seit vielen Jahren und Jahrzehnten eng. Wir sind da eher dafür bekannt, dass wir ein Ort der Stabilität sind. Wir halten die Dinge auch zusammen. Darauf kann man sich auch verlassen. Und wie gesagt, ungeachtet aller Debatten war es uns völlig klar, wir wollen für die Länder was weiterbringen. Und in dem Zusammenhang gab es ein paar wichtige Beschlüsse im Bereich des Finanzausgleichs, die Verhandlungen, die dort vorbereitet werden müssen. Das Wohnen haben wir stark thematisiert, auch die sogenannte Schwellenwertverordnung für die Wirtschaft. Also aus meiner Sicht ein paar gute Weichenstellungen in einer guten Stimmung. Und das will ich ausdrücklich betonen, wir lassen uns da eigentlich, ich sowieso nicht, auch nicht annähernd aus der Ruhe bringen. Wir versuchen, die Dinge stabil zu halten. Und in unruhigen Zeiten ist es auch ganz gut, wenn manche den Kurs halten und irgendwie das Schiff auf Kurs halten und nicht gleich bei der ersten Welle umkippen. Finanzausgleich, das klingt jetzt für den einen oder anderen Wähler vielleicht ein bisschen trocken oder sperrig, wie Sie sagen. Allerdings ist das eigentlich ein ganz heißes Eisen, weil es geht ums Geld, das der Staat verteilt an die Körperschaftsgemeinden oder vor allem an die Länder, an die Gemeinden, an die Städte und so weiter. Jetzt haben Ihre Finanzreferenten schon seit Mai Druck gemacht auf den Bund, weil ja der Finanzausgleich ausläuft mit diesem Jahr. Und wenn man nicht mehr Geld kriegt, dann wird es strukturell Schwierigkeiten geben. Wo haben Sie denn die größten Sorgen? Wir haben das klar thematisiert, der Finanzausgleich läuft aus. Da geht es um die Verteilung der Steuermittel auf Bund, Länder und Gemeinden. Diese Steuermittel werden von allen österreichischen Bürgern an allen Standorten Österreichs erbracht. Das ist eine Gemeinschaftsleistung und muss gemeinsam verteilt werden. Das ist wichtig von der Sichtweise. Nicht der Bund verteilt irgendwas an wen, sondern es ist eine Gemeinschaftsleistung und alle haben ein Anrecht darauf, dass auch Steuermittel, die in den Regionen, auch hier im Burgenland, erwirtschaftet werden, auch wieder zurückkommen zu einem gewissen Teil. Das muss ausgeglichen werden in ganz Österreich. Und da werden wichtige Aufgaben finanziert und wir sehen halt wachsende Aufgaben, wachsende Herausforderungen, gewisse Sorgen dahinter, die Kinderbetreuung, die Bildung, die Pflege, die Gesundheit, die älter werdende Bevölkerung und, und. Das heißt, der Appell ist zu sagen, wir stehen da vor großen Dingen und wir müssen es gemeinsam finanzieren. Und da braucht es für jene, die halt mehr tun müssen vor Ort, Pflege ist eine Angelegenheit in Gemeinden, eine Angelegenheit von Ländern. Sie müssen in ihrer Gemeinde eine Unterkunft finden, eine Pflege finden, häuslich oder auch in einer Einrichtung. Kinderbetreuung ist eine Aufgabe vor Ort, das kann nicht der Bund regeln. Gesundheit heißt, Spitäler vor Ort müssen funktionieren, niedergelassene Ärzte müssen da sein. Also Aufgaben nah an der Bevölkerung, nah an Ländern und Gemeinden. Und es muss Verständnis dafür geben, dass es dort ausreichend ausfinanziert sein muss. Und das bedeutet auch, dorthin etwas mehr Geld zu bringen.
Und das sind harte Verhandlungen, das sind zähe Verhandlungen. Sie gehen uns zu langsam, sie sind zu zäh. Wir haben gesagt, das Ganze muss bis Ende des Jahres auch gesetzlich dann unter Dach und Fach. Heißt, im Herbst muss man damit fertig werden, es kommt der Sommer. Also da steigt der Druck insgesamt und der Appell ist groß zu sagen, ernst nehmen, einsteigen, Verhandlungsfinale eröffnen, Arbeitsgruppen bald schließen und jetzt in die politischen Verhandlungen einsteigen. Und da hat jeder seine Interessen, aber am Ende steht doch die Frage, ob wir diese wichtigen Bereiche für die Bevölkerung gut aufgestellt haben. Am Ende will jeder eine gute Gesundheitsversorgung, eine ordentliche Pflege, eine gute Kinderbetreuung. Und das steht mir persönlich eigentlich im Vordergrund, weniger das Geränke um Zahlen und um Finanzströme ist ohnehin sehr kompliziert, sondern die Finanzierung dahinter heißt, wir sichern die Versorgung für die Bevölkerung. Und den Appell haben wir gerichtet. Es gab immer den Vorwurf, die Länder wollen einfach mehr Geld. Das stimmt zu einem gewissen Teil, weil die Aufgaben erfüllt werden müssen. Aber was dahinter steht, sind eben Aufgaben. Wir verlangen das nicht per se so aus der Hüfte heraus, sondern weil wir diese Bereiche finanzieren müssen. Und da muss der Bund sich beweglich zeigen. Also das heißt, genau in den Bereichen könnte es dann einfach Probleme geben und strukturelle Schwächen, die wir aktuell noch nicht haben? Das wird ganz sicher so sein. Zum Teil sieht man es ja jetzt schon. Also wenn man die Spitalsdebatten anschaut, die Personalprobleme dahinter, die Wartezeiten in gewissen Bereichen, wenn man sieht, was bei der Pflege passiert anhand der Demografie. Also man kann erkennen, dass diese Dinge ausreichend finanziert werden müssen. Und da sind wir in einer großen Aufgabe und brauchen einen Schulterschluss Bund, Länder und Gemeinden. Dazu ist der Finanzausgleich da und das muss jetzt gemacht werden. Glauben Sie, dass das heutige Treffen da genug Druck ausüben kann auf den Bund oder wird es noch einen Sondertreffen geben müssen? Wir haben das nicht ausgeschlossen. Also wir steigen weiter ein in die Verhandlungen. Es wird Termine noch vor dem Sommer geben, vor der die große Pause im Nationalrat auch eintritt, weil ja alles auch gesetzt werden muss. Aber wir sind da noch nicht am Ende angekommen und es müssen alle damit rechnen. Wenn wir da nicht rasch vorankommen, dann wird der Druck eher steigen in diese Richtung. Und eine einfache Verlängerung des bestehenden Finanzausgleichs ohne Reaktion auf diese Herausforderungen halte ich persönlich für fahrlässig und ausgeschlossen. Also das dürfen wir so nicht machen. Und deswegen ist der Druck auf Länderseite hoch und auf Bundesseite muss darauf eingegangen werden. Und wir sagen auch dazu, wenn das nicht bald passiert, dann wird der Druck natürlich steigen und wir werden uns wieder treffen und werden das weiter aufs Tapet bringen müssen. Wir gehen nicht vom Feld ohne eine gute Lösung. Was Sie auch aufs Tapet gebracht haben, die Kinderbetreuung und vor allem auch die Finanzierung davon, da geht es eben dann auch ums Geld. Gerade in der Bildung beginnt Österreich langsam wieder hinterher zu hinken. Wo fehlt es da am nötigsten? Ja, Kinderbetreuung ist eine Aufgabe vor Ort. Da zahlen die Länder viel, zahlen die Gemeinden viel. Der Bund hilft ja auch mit. Aber es ist große gesellschaftliche Veränderung im Gange. Die Kombination Familie und Beruf ist eine der ganz zentralen gesellschaftlichen Fragen. Für Frauen und für Männer übrigens. Weil immer mehr Leute wollen Zeit für die Familie und ausreichend Engagement im Beruf. Frauen und Männer, das ist eine große Veränderung. Und das heißt, die Familien müssen gestützt werden und Betreuungsangebote müssen geschaffen werden. Kindergärten, Kinderhorte, Spielgruppen, alle möglichen Formen. Und dass wir da natürlich mehr Mittel benötigen, ist auch klar. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus meinem Bundesland sagen, da haben sich die Ausgaben des Landes für die Kinderbetreuung innerhalb von 10 Jahren jetzt mehr als verdoppelt. Das geht in eine Richtung, wo man sagen muss, da passiert viel. Wir haben eine Anmeldung für den Herbst für 100 neue Kinderbetreuungsgruppen in den Gemeinden. Da spürt man ganz viel Bewegung. Das heißt, da ist eigentlich die Vorbereitung im Gange für mehr Plätze. Und unsere Aufgabe ist auch dort natürlich sicherzustellen, dass Eltern, Kinder und die Familien ein gutes Angebot bekommen. Und da muss man weiterarbeiten. Am Ende steht qualitätsvolle, gute Betreuung für Kinder. Auch die Qualität muss passen, aber natürlich auch die Kombination von Familie und Beruf. Eine der ganz zentralen Fragen der nächsten Jahrzehnte. Abschließende Frage. Es plagt uns immer noch eine Inflation von knapp 9%. Inwiefern erschwert die Verhandlungen rund um den Finanzausgleich? Ja, sehr natürlich insgesamt, weil immer noch viele Mittel aufgebracht werden müssen, um der Bevölkerung im Teuerungskampf sozusagen auch zu helfen. Punktgenau, auch wir in den Ländern müssen beachtliche Mittel aufbringen, um sozusagen sozial Schwachen in dieser Phase auch wirklich unter die Arme zu greifen. Das ist noch nicht zu Ende. Also wir hatten im Jahr 2022 einen Jahresschnitt von 8,6% in der Inflation. Heuer schaut es nicht viel besser aus, ein bisschen darunter. Was ein bisschen beruhigt, sind die neuesten Zahlen des WIFO. Die sagen im nächsten Jahr 5% und dann 3%. Das wäre eine Perspektive für 2 Jahre. Die wäre prinzipiell in Ordnung. Es geht wieder runter. Dann hätte man auch ein bisschen mehr Spielraum sozusagen aus diesen Teuerungspaketen, Antiteuerungspaketen, auch wieder rauszukommen und das Geld mehr in Zukunftsbereiche zu investieren. Jetzt brauchen viele natürlich soziale Abfederung, aber die Mittel, die dort reingehen, die fehlen zum Teil natürlich auch wieder für
Bereiche der Kinderbetreuung, der Bildung, für Zukunftsinvestitionen. Das heißt, wir müssen uns wieder freispiegeln sozusagen, um die finanzielle Kraft zu haben, in die Zukunft des Landes zu investieren und nicht nur in Stabilität, sondern eben auch in die Zukunft. Und da ist es wichtig, dass wir die Inflation gesamt runterbringen.